Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und jetzt bin ich wieder vor Ort und kann wieder regelmäßig Videos aufnehmen und die auch gleichzeitig so nah wie möglich in so einem kurz wie möglichen Abstand raushauen. Und ja, die letzten drei waren ja wie gesagt vorproduziert und das Ganze ist jetzt ab heute, jetzt wieder quasi heute oder gestern Abend oder irgendwann aufgenommen. Ja, und ich hatte mich jetzt, dadurch, dass ich die letzten Tage nicht da war, ein bisschen aus der Thematik rausgefuhrwerkt, habe mich aber jetzt versucht, wieder ein bisschen reinzulesen. Ja, und dann wurde mir noch gesagt, dass zum einen, das ist jetzt für das Update, was kommen könnte, eventuell relevant. Und zwar geht es mehr oder weniger um die Pets. Ja, mir wurde gesagt, dass Leute, die ihr Element schon auf 4000 haben, ja, also wenn jedes Pet auf 200 gefüttert ist, dann war es ja bisher eigentlich so, dass man die Früchte, die man bekommt oder die man durch Kämpfe bekommt, in Gold umgewandelt werden, und zwar in 10 Millionen Gold. So wurde das wohl irgendwie als Lösung gewertet. Man bekommt aber trotzdem wohl noch irgendwie, ja, von allen anderen Sachen auch noch immer noch Früchte, zum Beispiel aus dem Glücksrad oder aus der Quest und etc. pp. Ja. Und das wurde dann auch noch im Forum angeschrieben und dadurch, nachdem ich diese Informationen bekommen habe, bin ich dann auf das Video von Hunrizzle aufmerksam geworden. Grüße gehen raus. Und der hatte dann darauf aufmerksam gemacht durch den Beitrag von Charlie. Grüße gehen raus. Ja, der hier im Forum geschrieben hatte, dass er halt immer noch Äpfel in der Quest findet und im Glücksrad. Können wir uns mal kurz hier anschauen. Ja, er hat hier alles auf 4000, also alles auf 200 und insgesamt Erde auf 4000 und bekommt immer noch Früchte. Ja, und dann hatte da der internationale Community Manager, aka Cotti, was zugeschrieben. Behalte sie erstmal, erklärt sie später. Ja, das ist auch mehr oder weniger ein zweiter Leak, den wir bekommen haben, nachdem wir ja von Cotti gehört haben, dass das Goldcap erhöht wird, was dann wieder darauf schließt, dass nicht nur das Goldcap erhöht wird, sondern dass das natürlich auch noch Folgen haben könnte. Und zwar für das, ja, Goldsystem, für Gold generell, was sich da, dass sich da was tut, dass sich da was verändert, weil im Prinzip diese ganze Thematik mit den Früchten hier, das spielt ja mehr oder weniger auch noch in diese Gold-Thematik rein, weil man ja eigentlich dafür Gold bekommen sollte, was ja irgendwie jetzt doch nicht funktioniert, ja. Also eventuell könnte es sein, dass da ein ganz neues Feature kommt bei den Pets oder dass die Früchte anders verwertet werden oder dass eventuell noch was an, ja, an dem Goldsystem eventuell geändert werden könnte, weil ja die ursprüngliche Idee war, dass man 10 Millionen pro gewonnene Frucht bekommt, ja. Also das, da lassen wir uns mal überraschen, aber dadurch, dass wir ja schon Leak bekommen haben, zwecks des Goldlimits, gehe ich mal eher davon aus, dass es sein könnte, dass wir, ja, dass da drastisch irgendwas am Goldsystem geändert wird. Und das hätte natürlich gravierende Folgen, ja, und ich hoffe mal, dass sie da alles richtig managen werden bei diesem Update, weil wenn wir nämlich uns an solche Sachen wagen wie dem Goldcap und dass da was verändert wird und eventuell das Goldsystem ein bisschen umgeschraubt wird, da gehen wir ja ganz schön an die Substanz des Spiels. Bisher, halten wir uns vor Augen, kamen immer nur Content-Sachen. Neue Dungeons, neue Features, neue, ja, Hilfsmittel für irgendwelche Sachen, und das ist jetzt, glaube ich, so ein Update, wo wir nicht so viel neuen Content erwarten können. Klar, ein neuer Dungeon wäre irgendwo auch logisch, weil das ist so das Erste, woran man denkt, wenn irgendein neues Update kommt, aber ich glaube tatsächlich, dass wir bei diesem Update mehr in die Substanz des Spiels reingehen, anstatt an der Oberflächlichkeit zu arbeiten, sprich noch einen neuen Dungeon hinzuzufügen. Und ja, das kann, wie gesagt, ziemlich gravierend sein, da das ja wirklich eine tiefgehende Mechanik ist in dem Spiel. So, Gold und Erfahrung ist das Wichtigste. Ja, ist eigentlich alles, was man so braucht in diesem Spiel, womit man vorankommt. Und wenn da was geändert wird, dann hat das, wie gesagt, Folgen
auf den Playstyle der Leute im Nachhinein. Welchen Playstyle haben die Leute über die Jahre gewählt? Und ich sag mal so, wenn es jetzt so augenscheinlich ist, dass das Goldcap erhöht wird, könnte es ja sein, dass man eventuell noch mehr Gold bekommen könnte durch eventuelle Hilfsmittel. Ja, jetzt bei den Pets bekommen wir ja jetzt ja augenscheinlich auch erstmal mehr Gold. Und wenn das der Fall sein sollte, dann ist es ja so, dass es bisher so war, dass umso mehr oder umso höher man in der Stufe ist, umso mehr Gold bekommt man per se pro Quest in der Goldgrube und so weiter und so fort. Glücksrad, Würfelspiel. Und ja, es gibt ja zwei Arten von Shakes und Fidget Spielern bei den Quests. Einmal die Goldspieler und einmal die Erfahrungsspieler. Und stellt euch mal vor, jetzt wird so dermaßen was am Goldsystem geändert, dass wir mehr Gold bekommen. Dann heißt das im Umkehrschluss, dass die Leute, die jetzt bisher auf Gold gegangen sind, also die Spieler, die jetzt in der Ehrenhalle hier relativ niedrig im Level sind, dass ja, die, zum Beispiel er hier, dass er jetzt einen falschen Weg ja, gegangen ist, weil ich dadurch, dass ich den Erfahrungsweg genommen habe, deutlich weiter im Vorteil bin und jetzt durch dieses kommende Update profitieren könnte. Das sind alles Mutmaßungen, das weiß ich nicht genau. Ne? Das ist hoffentlich verständlich, ich weiß es nicht genau. Aber dadurch, dass ich halt die XP-Route genommen habe und nicht die Gold-Route, bin ich ja so dermaßen im Vorteil dem Goldspieler gegenüber, der jetzt halt wirklich nur auf Gold gegangen ist und dafür halt auf die Level geschissen hat, dass das ziemlich, ziemlich unfair den Goldspielern gegenüber wäre. Und es gibt einige Goldspieler unter euch, das weiß ich, ja. Und deswegen ist das ja eine ziemlich drastische Änderung, falls es denn so sein sollte. Ja, das nochmal dazu gesagt. So, es könnte aber auch sein, dass das Goldsystem so überarbeitet wird, dass es nicht mehr levelabhängig ist. Und dann könnte das Ganze wieder ja, komplett über den Haufen geworfen sein. Ja? Aber das sind halt, wie gesagt, alle Spekulationen, von denen ich natürlich nicht genau ausgehen kann. Aber das sind so Gedanken, die mir auf jeden Fall jetzt dahingehend durch den Kopf schießen. Und deswegen, ja, denke ich mal, also bin ich weiterhin auf jeden Fall sehr gespannt, was da so kommen wird. Wie gesagt, ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Mal kein großer neuer Content kommt, sondern der Content, der da ist jetzt momentan, stark überarbeitet wird. Vielleicht wird auch noch der Arena-Manager nochmal irgendwie neu überarbeitet oder so. Ich weiß es nicht, was da auf uns zukommt. Aber wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Ja, ich bin gespannt und wir werden es ja schon in ein paar Tagen, denke ich mal, hoffentlich sehen, was da auf uns zukommt, weil der Geburtstag ist ja jetzt nun nicht mehr lange hin, ja, bis Shakes & Fidget Geburtstag hat. Und in der Regel kündigen die Leute das vorher eigentlich immer, ja, sag ich mal, so 3-4 Tage irgendwie so, kündigen die eigentlich schon immer das neue Update an. Und deswegen, ja, müsste es eigentlich so, eigentlich schon so bald sein, dass wir da irgendwelche News bekommen, ja, eventuell auch schon an dem Tag, wo ich jetzt hier dieses Video hochlade, ja, das ist die letzten Male auch passiert, da habe ich dann irgendein Spekulationsvideo hochgeladen, was da kommen könnte bei den Updates und dann am selben Tag ist dann noch da gleichzeitig was online gekommen, das kann natürlich sein, muss nicht sein, aber kann sein, ja, und deswegen werden wir uns da auf jeden Fall mal überraschen lassen und ja, falls es so sein sollte, dann bin ich natürlich auch immer gewillt dazu, relativ schnell darüber zu berichten und ja, euch Bescheid zu geben, wenn da sich irgendwas tut. So. Ja, ansonsten bin ich jetzt hier soweit eigentlich durch. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier dahingehend bei den Pets passiert, weil da können wir uns sicher sein, dass da was Neues kommt durch den Beitrag jetzt von Cotti. Ja, und ja, ich sag mal, das wird auch Zeit. Wie gesagt, es gibt schon sehr viele Leute, die die Patch schon auf die maximale Stufe gebracht haben, die schon 4000 hier geknackt haben und ja, schon lange drüber hinweg sind und jetzt sich halt die Früchte im Inventar stacken bei ihnen hier, ja, und die nicht wissen, was sie damit anfangen.
Genauso ist es halt auch bei diesen Ressourcen hier. Da weiß man auch nicht genau, was man mit anfangen soll. Ich meine, gut, Edelsteinmine ist immer noch relativ nice, dass man die ausbauen kann. Dann gehen da immer noch ein paar Ressourcen ab. Genauso hier in der Unterwelt. Das sind alles Ressourcen, die überflüssig sind, mehr oder weniger. Und deswegen, ja, austauschbar in dem Sinne. Und ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Ja, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr dazu haltet, was ihr da davon haltet, was ihr dazu denkt und wie vielleicht eure Theorien dazu sind. Ja, meine habt ihr jetzt gehört und deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf euer Feedback. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.